Maxim hier von Balijin. Heute zeige ich euch noch zusätzlich, wie man den Klimmzug verbessern kann. Mit drei verschiedenen Varianten. Fangen wir direkt an. Der erste Klimmzug ist der ganz normale breite Klimmzug, aber mit Static Hold in der oberen Phase. Das schaut folgendermaßen aus. Wir machen zum Beispiel 3 Wiederholungen oder 4, 5 Wiederholungen, je nachdem. Erstmal Standard breite Klimmzüge. 1, 2, 3. Und bleiben in dieser Position hängen. Kommst du ein bisschen näher? Wir hängen in dieser Position und zählen 10 bis 15 bis 20 Sekunden ab. Okay, 10 Sekunden haben wir gemacht. Diese Variante eignet sich am besten dafür, wenn wir jetzt zum Beispiel ganz normal unsere Sätze mit Klimmzüge gemacht hatten, dass wir einfach am Ende, wenn wir schon komplett ausgereiht sind, einfach mal diese Technik hier anwenden. Da spielen wir uns auch zusätzlich richtig krassen Pump im Lat und steigern dadurch unsere Kraft, Ausdauer, Unterarme, Griffkraft und verbessern unsere Klimmzuganzahl. Zweite Variante sind Klimmzüge, die gemischt sind aus Half-Reps, also Halbwiederholungen und Vollamplitude-Wiederholungen. Dafür machen wir auch am besten so viel es geht. Und wenn ihr eure Klimmzüge verbessern wollt, müsst ihr einfach schauen, dass ihr so viel Zeit wie möglich an der Klimmzugstange verbringt. Nur dadurch kann man sich steigern in Klimmzügen und auch andere Übungen. Und so sieht's aus, wenn jemand auf Trockenem ertrinkt. Die dritte Variante sind Klimmzüge mit Wechselgriff, die wir auch versuchen explosiv zu machen, auch auf maximale Wiederholungsanzahl. Bei Lat ist es zu beachten, wenn man Klimmzüge macht, damit er so schön breit, so fleischig wird. Achten wir auf die Technik. Wir können Klimmzüge machen mit Fokus auf Arme, Unterarme, Bizeps. Oder wir können Klimmzüge machen mit Fokus auf Lat und weniger Fokus auf Arme. Wenn wir mehr Fokus auf Lat haben wollen, dann gehen wir in die Klimmzugposition, greifen wir mal richtig fest zu und wir ziehen, findest du von der Seite, damit es besser zu sehen ist. Wenn wir bei Klimmzügen uns hochziehen, wir ziehen uns nicht so gerade hoch, sondern wir tackern uns Ellbogen ein bisschen mit rein und ziehen quasi, als ob wir zur Brust ziehen würden, dass wir quasi so in dieser Position, wie jemand, wie wenn er einen Latzug macht, der beugt sich so ein bisschen nach hinten und zieht dementsprechend mehr mit dem Lat. Genau dasselbe wenden wir auch bei Klimmzügen an. Schaut das Ganze aus. Im Prinzip nichts Schwieriges, man muss einfach nur machen, einfach nur regelmäßig machen. 4-mal die Woche, 5-mal die Woche am besten, wenn du es ernst nimmst. Und mit der Zeit wird es einfach kommen. Das waren die paar kleinen Tipps. Abonniert den Kanal Balijin, Borischka Workouts, Arthur, unser Hooligan hier.